eins. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Und wir spielen auf Seite der Pflanzen. Und ich habe mir mal die normale Sonnenblume rausgesucht. Standard-Sonnenblume. Heute soll es neben dem Spiel hier auch mal ein Thema geben. Und zwar eins, was mich gestern so ein bisschen beschäftigt hat. Und wo ich heute dann gedacht habe, deinen Kanal sehen zwar nicht sonderlich viele Leute, aber vielleicht kannst du trotzdem so ein bisschen was machen. Auch wenn nicht so viele Leute zugucken. Es geht um einen YouTuber, den ich persönlich nicht kenne, aber den wiederum also aus dem Internet bekannte Leute von mir kennen. Und der hat einen Schicksalsschlag hinter sich in der letzten Woche. Ende letzter Woche ist nämlich seine Wohnung nicht aus eigenem Verschulden, sondern aus Verschulden Dritter wegen Brandstiftung, ne? Ist seine Wohnung abgebrannt. Komplett alles weg. Und der hat quasi jetzt nichts mehr, außer den Klamotten, die er damals am Leib getragen hat. Und ich glaube, sein Portemonnaie konnte er retten und seine Schlüssel oder so. Und es hat sich jetzt so eine kleine Seite gebildet von Gamern und anderen YouTubern und halt Leuten, die helfen wollen, die ihm da ein bisschen wieder auf die Sprünge helfen wollen, dass er wieder hinkommt. Wie gesagt, keine Wohnung mehr, gar nichts. Er wohnt, glaube ich, momentan bei seiner Freundin, die bei dem Brand irgendwie auch nachts irgendwie noch da war, die auch noch gepennt hat, irgendwie nur, die er wecken musste und so. Ganz krasse Geschichte. Es gibt auch Bilder von dem Brand im Netz. Ich verlinke euch mal alles, was es so zu der Aktion und zu ihm gibt, so unten in die Comments. Da könnt ihr dann irgendwie draufklicken und euch das selber mal angucken. Ich war sehr beeindruckt davon. Wie gesagt, ich kenne den Typen selber nicht. Er ist ein kleiner YouTuber, der hat so um die 300 Abos auf seinem Kanal. Der macht irgendwie das Übliche, was man so als YouTube-Streamer so macht. Und Games. Guckt er einfach mal rein bei dem irgendwie so. Und die Zeitzeugin Goody, die gibt's auch auf YouTube, die hat so eine Spendenseite für den ins Leben gerufen. Und zwar nicht irgendeine, so hier von wegen, gib dem Geld oder so. Geld wird natürlich auch helfen, klar, hilft meistens. Aber vor allen Dingen hat sie gesagt, er braucht alles. Und zwar auch Sachspenden kann er super gut gebrauchen. Und da habe zum Beispiel ich mich jetzt auch schon eingetragen und habe irgendwie mal geguckt, was ich kann nicht entbehren. Und habe ihm ein bisschen Sachspenden dagelassen. Hoffe, das klappt dann auch irgendwie mit der Abholung und so. Wenn das alles geklappt hat, kann ich euch ja auch nochmal Bescheid sagen. Und das hier in die Comments reinschreiben, ob das dann wirklich alles so geil ist. Und aber ich denke, das wird schon. Also, wenn ihr zu Hause irgendwie was habt, und sei es nur ein T-Shirt oder ein paar Schuhe, die zufällig die richtige Größe haben. Ich glaube, 44 hat er eine Schuhgröße oder sowas. Oder ihr habt in der Küche noch ein Besteckset über. Oder, keine Ahnung, ihr habt einfach nur Bock, dem mal ein Lunchpaket zusammen zu schnüren oder sowas. Es gibt, wie gesagt, auf dieser Seite von Zeitzeugen Woody, da kann man drauf gucken, was schon Leute gespendet haben. Und was vielleicht noch so offen ist, dann guckt da einfach mal drauf und vielleicht könnt ihr irgendwas entbehren, habt doppelt oder so, ein paar Krawatten vielleicht. Wie gesagt, der hat nichts außer dem Zeug, was er am Leib getragen hat. Der hat Gott sei Dank noch einen normalen Job und kriegt natürlich auch Geld ein bisschen, aber man muss halt sein komplettes Hausstand, alles, sein Leben irgendwie komplett wieder neu von null aufbauen und das ist natürlich extrem krass und um ihm da über die erste Zeit zu helfen, wären so ein paar Sachspenden echt cool. Oder wenn ihr sagt, irgendwie, da kann ich überhaupt nichts machen,
Geld habe ich auch nicht über, dann versuch doch mal wenigstens die ganze Sache ein bisschen zu pushen. Irgendwie sagt was auf eurem Kanal oder erzählt es den Freunden oder so, dass die mal auf die Seite drauf gucken. Je mehr Leute davon wissen, desto mehr Leute könnten vielleicht helfen. Und ich fand es ein bisschen strange, dass auf so Seiten, die sich dann mit seinem Problem irgendwie befasst haben, die auf die Spendenaktion hingewiesen haben, dass dann irgendwie so Leute kamen und meinten so, ja, das zahlt doch eh alles die Versicherung und selbst schuld, wenn er eine scheiße Versicherung hat und so und dass sich da nicht drum gekümmert hat und das Leid von den Flüchtlingen ist viel krasser und da sollten die Leute lieber helfen und ich finde das total egal. Also, ob jetzt das ein Flüchtling ist, der da leidet oder ob das jemand ist, der sein Haus verloren hat durch einen Brand, durch nicht eigenes Verschulden, ob das Hinz oder Kunst, ist es mir völlig Wurst. Da ist jemand, der braucht Hilfe und wenn ich helfen kann, dann helfe ich, oder? Also da jetzt sich irgendwie groß aufzuregen und zu gucken, irgendwie, gibt es da nicht welche, die sind noch schlimmer dran und klar, die gibt es immer, ja. Aber das ist jetzt mal ein konkretes Ding, der wohnt gar nicht so weit weg hier von mir, momentan zumindest noch. Und warum nicht? Ne? So Flüchtlingen kann man natürlich auch helfen, sollte man vielleicht auch machen. Die haben es auch echt verdient und so, aber warum nicht auch da? Nur weil es Flüchtlinge gibt, braucht man, sagt man dann irgendwie, ja, dem brauche ich jetzt nicht mehr helfen oder was? Das ist total merkwürdig. Naja. Und ja, also guckt ihr mal, was ihr da machen könnt. Wie gesagt, alles weitere habe ich euch unten rein geschrieben. Und mal gucken, vielleicht kommt da ja noch was ein oder andere zusammen. So, das wäre so, was ich so, was mir heute so auf dem Herzen lag. Ja. Und das Gameplay ist mal wieder scheiße. Naja, läuft nicht eine Lärmmine. Kann man die jetzt? Ja, die kann man auch zerschießen. Aha, wieder was gelernt. Mann, 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 mein Aiming ist heute wieder kaputt. Nicht, dass es irgendwann mal ganz gewesen wäre. Jo. So, was kann man noch zu dem Typen sagen? Ich habe mir die Videos da irgendwie von. Also, wenn er auf seinem Kanal geht, auf YouTube, da hat er auch Videos gemacht aus der Wohnung seiner Freundin, wo er jetzt gerade untergekommen ist. Und erzählt so ein bisschen. Und klar, das Zeugs, so ein Brand, gerade wenn man da so knapp irgendwie anscheinend nur rausgekommen ist, hinterlässt ein bisschen psychischen Knacks. Und anscheinend ist auch irgendwie RTL irgendwie belagert seine Eltern und so und will Interviews haben, was er irgendwie überhaupt gerade nicht kann, nicht will oder sonst irgendwas. Und ja. Wie es schon, also ich fand das sehr bewegend, was er da gemacht hat. Und ich war sofort bereit, ich habe sofort, also ich ziehe bald um und habe eh so ein paar Sachen, wo ich sage, die wären eh entweder auf den Sperrmüll gegangen oder halt ins soziale Kaufhaus oder sonst irgendwohin, wo ich das Groß jetzt nicht mehr gebrauchen kann. Dann habe ich gesagt, so, hey, komm hier, nimm die Möbel doch. Du brauchst bestimmt alles komplett neu, hast du ja auch gesagt. Und nimm von mir halt die Möbel. Das ist ein krasses Beispiel, das wird nicht jeder machen können. Also auf dieser Spendenseite, da haben auch Leute irgendwie gesagt, so, okay, hier, ich habe zwei T-Shirts über, ich habe ein paar Xbox-Spiele über, die ich nicht mehr zocke. Nimm das. Also wirklich alles, es hilft. Ne? Weil ihr müsst euch mal vorstellen, von einem Tag auf den anderen. Gestern noch irgendwie Streaming, Gaming, ganz normal gelebt und dann auf einmal von heute auf morgen habt ihr gar nichts mehr außer eurem Portemonnaie und eurem Autoschlüssel. Vielleicht, ne? Vielleicht nicht. Ne? Und das ist schon, also wenn ich mir das so vorstelle, also auch. Auch diese Story, die er da erzählt hat,
dass er überlegt hat, was nehme ich jetzt noch mit, als er dann das Feuer gesehen hat, nachdem er nachts aufgewacht ist. Was nimmt man mit? Und er hat sich dann, Gott sei Dank, entschieden, seine Freundin zu wecken. Und anstatt irgendwas Konkretes, irgendwie jetzt den Computer abzubauen, sonst irgendwas zu machen. Und das setzt die vielleicht auch, ne? Wäre vielleicht auch was passiert. Ne? Und Menschenleben sind da eh immer ein bisschen wichtiger. Und ja, es ist gar nicht so einfach. Das Schloss ist aber jetzt hier extrem schnell gefallen. Boah, wie viel Leben hat denn der? Ah, endlich. Jo, und ich habe mir mal überlegt, was würde ich denn retten? Also es ist echt krass. Also ich habe momentan noch eine relativ kleine Wohnung. Ich glaube nicht, dass ich da viel retten könnte, wenn das denn mal im Brand steckt oder steht, dann ist, glaube ich, alles dahin. So, was würde ich retten? Ich, klar, irgendwie ein paar Familienfotos oder so. Weiß nicht. Irgendeiner hat auch geschrieben auf einer von dieser Seite irgendwie so Sachen von persönlichem Wert, die kann man eh nicht ersetzen und so. Natürlich stimmt auch immer solche Sachen. Aber ich sag selbst Familienfotos oder Fotos von Leuten, die man mag, die vielleicht schon tot sind, wo man keinen Ersatz bekommen kann und so. Sowas, ich weiß nicht, ob ich daran zuerst denken würde, weil selbst das kann man irgendwie, kann man entbehren. Und ich bin auch wirklich zum Schluss gekommen, materielle Sachen sind wirklich ersetzbar. Man muss die ganzen Sachen halt nicht unbedingt jetzt, wie gesagt, Computer abbauen oder sonst irgendwas machen. Ich hätte früher vielleicht gesagt, ich nehme meine Gitarre schnell mit noch oder so. Ein paar Bücher, die mir wichtig sind oder sowas. Was ich vielleicht greifen würde, wenn es denn auf die Schnelle ginge, wären so verwaltungstechnische Unterlagen. So irgendwie so Versicherungspolicen, Verträge oder sonst irgendwas. So ein Verträgeordner hat man ja eigentlich irgendwie jeder. Weil, wenn das abbrennt, das ist so mühsam, sich da Sachen wieder irgendwie wieder zu beschaffen. Es ist, klingt jetzt irgendwie total dämlich oder so, weil es irgendwie so banal ist angesichts der Sache. Aber warum nicht, ne? So, jetzt sind wir tot, glaube ich, bei dem Typen. Der muss nachladen, das ist ganz gut. Vielleicht kriegen wir den noch. Ah, jetzt muss ich nachladen. Na gut. 2% hat er noch. Mann. Wenn ich ein bisschen besser im Zielen wäre, wäre er hin. Hätte ich ein paar diesen eine Achter-Serie hätte ich da mal. Eine Zehner-Serie rausgehauen. Also, was heißt Serie? Also, hier eine Trefferserie. So, und hier sind die Zombies auch gerade schon wieder auf dem Vormarsch. Oh, der Kollege braucht dringend eine Wiederbelebung. Und auch eine Heilung. So. Aber generell werden wir hier jetzt völlig überlaufen. Bisschen Heilungspunkte einsammeln hier. Hier, Leute, die Blume wird angegriffen. Was macht denn ihr hier? Von wo denn überhaupt? Immer noch von oben anscheinend. Oh, schnell nach oben. Er hat sich anscheinend schon jemand drum gekümmert. Ist ein Ingenieur. Was macht denn der da hinten? Ah, okay, das ist doch, das ist vorne. Ich bin mal ein bisschen orientierungslos. Orientierungslos. Zwei Erbsenkanonen hier vorne. Und kann man da, kriege ich dann einen Heilungsbonus? Ne, kriege ich wahrscheinlich nicht. So, hier unten.
Ja, lauf, Forrest. Kriegt er noch ein paar Schuss hin, ey? Das ist doch zum Kotzen. Flaggenzombie. So. Also wie gesagt, guckt euch die ganze Sache mal an. Schaut euch die Videos an, die ihr gemacht habt. Das ist irgendwie, ich fand es wirklich sehr bewegend und ich glaube, der Typ, der ist auch total sympathisch und der hat es irgendwie verdient, dass man ihm ein bisschen hilft. Und was er, eine Sache, die er irgendwie auch gesagt hat, irgendwie in dem Video, er hat gelernt, dass das Internet real ist, ne? Dass wir hier nicht nur solche komischen Fritten sind, die irgendwas dahin labern und dahin gehen, sondern wenn man irgendwie was braucht, dann dass sich sofort Leute melden. Und ich finde diesen Gedanken zu haben einfach auch cool. Dass es Leute gibt, die einem helfen wollen und die zur Hilfe bereit sind. Und gerade wenn es irgendwie ein bisschen näher ist und uns ist ja momentan irgendwie. Das heißt momentan, also uns ist. Leute, die was Ähnliches machen wie wir, sind uns halt immer näher als jemand Fremdes, der kein Gesicht hat. Und da hat er halt, da muss man den Typen, die ihn kritisiert haben auf diversen Portalen, oder nicht ihn, aber die Sache irgendwie kritisiert haben, muss man da schon recht geben. Also der 0815-Flüchtling hat kein Gesicht für uns und kann nicht die Möglichkeit, ein Internetvideo zu machen. Und hat deswegen auch nicht die Möglichkeit, von uns irgendwie für Sachen zu bekommen. Der Typ macht einfach ein Video, erreicht damit Leute, weil sich das verbreitet, jetzt ja auch durch mich, ja, und kriegt die Hilfe. Frage ist das in Ordnung? Und ich sag ja, weil man sollte Leid nicht irgendwie abwägen oder Leid ist Leid und sicher kann man seins sich vergleichen mit der Situation, die Flüchtlinge oder so haben. Aber auch er hat seine Probleme und auch da kann man helfen. Und jede Hilfe ist wert, gemacht zu werden. Wo kämen wir denn dahin, wenn wir nur Leuten, die das Schlimmste durchlebt haben, nur noch denen helfen? Das ist doch total blöd. Also. Und, macht auch, aber eigentlich macht das keinen Sinn. Das führt das den Begriff Hilfe ab Absurdum, oder? Ja. So, die Runde haben wir gewonnen, Leute. Und nochmal wiederbelebt. Oder auch nicht. Die große Megablume hat überlebt, wenn auch knapp. Und wir schauen mal, wie wir abgeschnitten haben. Zwinker, zwinker. Megablume. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir das halten können, nachdem wir da so abgelost haben in den ersten Gärten. Zweiter Platz. Leider nicht Meister Wiederbeleber. Meister Heiler nur, genau. Ja. 11 Abschüsse. Geht doch. Geht doch, geht doch. Ja. Okay, das war's für heute und ich schreibe euch alles Wichtige, was ihr wissen müsst zu der Aktion unten nicht in die Comments, sondern in die Kommentarbeschreibung. Schaut doch mal rein, klickt auf die Links drauf, guckt euch das selber an, macht euch selber ein Bild und sagt, ob ihr was machen wollt, was ihr machen könnt. Würde mich persönlich freuen, wenn ihr da was macht und wenn es nur ist, dass ihr die Sache weitergebt. Bis zum nächsten Mal, euer Kohan. Tschüss. Now.